So, hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge des neuen Let's Play FSX Let's Plays. Let's Play FSX. Des neuen FSX Let's Plays. Ja, wir werden die Missionen durchspielen und was ich jetzt kurz sagen muss für den Anfang, es wird wirklich sehr viel erklärt. Das heißt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich die ersten Minuten nur zuhören. Wen das nicht interessiert, der kann so lange vorspulen, bis er sieht, das Flugzeug bewegt sich. Ab da werde ich dann ungefähr mehr sagen können. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß zuzuhören. In dieser Flugstunde lernen Sie, wie Sie navigieren und sich umsehen. Anschließend werden Sie zum ersten Mal starten und wieder landen. Auf dem Bildschirm wird jetzt das Kniebrett angezeigt. Alle Anweisungen in dieser Flugstunde werden auf der Seite Meldungen aufgezeichnet. Auf der Seite Bodeneinweisung wird die Einsatzbesprechung angezeigt. Um das Kniebrett zu schließen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das X. Um das Kniebrett erneut zu öffnen, drücken Sie Umschalt plus F10. Sie sitzen in einem Ultraleichtflugzeug, einem Trike von Air Creation, am Ende der Startbahn 1.5 der Edwards Air Force Base in Kalifornien. Dies ist eine der längsten Start- bzw. Landebahnen der Welt, die gelegentlich sogar vom Space Shuttle zur Landung verwendet wird. Während eines Einsatzes können Sie zum Navigieren den Einsatzkompass und den Einsatzzeiger verwenden. Achten Sie auf die Anzeige in der oberen rechten Ecke. Für alle, die jetzt etwas verwirrt sind oder sich wundern, warum der gesagt hat, obere rechte Ecke, ist natürlich obere linke Ecke. Es ist nicht irgendwie so damit, was nicht aufgenommen wird oder so. Es ist schon oben links. Zeigt in Richtung des ausgewählten Ziels oder der Sehenswürdigkeit. Unterhalb des Anzeigers werden der Name des Ziels, seine Höhe über Normal 0 und dessen Entfernung angezeigt. Die große Markierung, die Sie sehen, ist der Einsatzzeiger. Er zeigt in Richtung von Zielen oder Sehenswürdigkeiten. In manchen Einsätzen sind mehrere Ziele oder Sehenswürdigkeiten vorgegeben. Sie können das Objekt, in dessen Richtung der Einsatzzeiger und der Einsatzkompass zeigen, durch Drücken der K-Taste ändern. Der Einsatzkompass und der Einsatzzeiger können durch Drücken der U-Taste ausgeblendet werden. Bewegen Sie den Kopfschalter oben auf dem Joystick, um sich umzusehen. Alternativ können Sie die Leertaste gedrückt halten und die Maus bewegen, um sich umzusehen. Machen Sie sich jetzt mit dieser Funktion vertraut und betrachten Sie die Umgebung Ihres Flugzeugs. Mit den Tasten F9, F10, F11 und F12 können Sie außerdem zu verschiedenen Ansichten wechseln. Sobald Sie bereit sind, drücken Sie die 1, um mit dem nächsten Abschnitt dieser Flugstunde fortzufahren. Ja, unser Flugzeug müssen wir uns jetzt nicht unbedingt anschauen, das ist definitiv nicht spektakulär. Ich werde es einfach mal schnell weitermachen, damit wir das schnellstmöglich hinter uns bekommen, aber wir haben jetzt mindestens die Hälfte geschafft, also es ist nicht mehr so weit. In Flight Simulator können Sie das Flugzeug mit einem Joystick, einem Universal-Controller, der Maus oder den Pfeiltasten auf der Tastatur steuern. Sie sind jetzt bereit für Ihren ersten Flug. Sie werden den Motor anlassen, die Bremsen lösen, abheben, durch einige Tore fliegen und anschließend wieder landen. Stellen Sie zunächst den Leistungshebel auf Leerlauf. Wenn Sie über keinen Joystick oder Universalcontroller verfügen, drücken Sie F1. Starten Sie anschließend den Motor des Ultraleichtflugzeugs. Drücken Sie Steuerung plus E oder klicken Sie auf dem Instrumentenbrett auf den Zündschalter. Sie können die Leistung mit dem Leistungshebel am Joystick, den Tasten an einem Universal-Controller oder mit den Tasten F1, F2, F3 und F4 steuern. Lösen Sie nun die Parkbremse. Betätigen Sie die Feuertaste des Joysticks oder drücken Sie die Punkttaste. Bereit für den Start? Bringen Sie den Motor langsam und gleichmäßig auf volle Leistung. Wenn Sie über keinen Joystick verfügen, drücken Sie F4. Das Abheben von der Startbahn ist einfach. Sobald Sie eine Geschwindigkeit von 30 Meilen pro Stunde erreicht haben,
ziehen Sie den Steuerknüppel vorsichtig zu sich und das Flugzeug hebt von der Startbahn ab. Gut, damit hätten wir es jetzt erstmal geschafft. Wie es jetzt genau weitergeht, weiß ich auch nicht, weil ich gerade erst bis dahin gespielt habe, bis ich dann einen Fehler gemacht habe, die Leistungsringer, der abgestürzt bin, und das vergessen wir alle ganz schnell. Gut, wir starten mal. Ich habe natürlich hier meinen schönen Leistungshebel. Wir brauchen 30 Meilen pro Stunde, um abheben zu können. Ich werde aber definitiv schneller fliegen. Übrigens habe ich das Spiel auf den realistischsten Einstellungen. Also, falls ich mal irgendwelche komischen Bewegungen in der Luft machen sollte, liegt das daran, damit alle möglichen... alle möglichen Parameter mit einberechnet werden und ich deswegen ganz gerne und ganz leicht mal von meiner Bahn abgeweht werde. Allerdings nicht, wenn ich schnell genug fliege und wahrscheinlich auch nicht in den ersten Missionen, da das Wetter da dann doch schon ganz nett eingestellt ist. Allerdings, wenn wir dann später mal auf zum Beispiel gefährlichen Flugplätzen oder so landen mit schlechtem Wetter, da wird es dann schon schwerer. Ja, und das ist auch schon das, was FSX jetzt im Großen und Ganzen ausmacht. Man fliegt rum und freut sich. Aber es ist nicht so schlimm, wie es sich jetzt anhört. Ja, das ist echt ein gutes Spiel. Allerdings muss man sagen, auch nur für die Leute, die es gefällt, ja. Mir gefällt es auf jeden Fall, ja. Ich finde allgemein die Fliegerei unglaublich spannend. Dafür gibt es natürlich auch das Gegenteil, die Leute, die sich sagen, warum soll ich da denn davor hocken und einfach nur zugucken, wie das Flugzeug fliegt, ne? Die dann eben nur sich den FSX kaufen würden, wenn überhaupt, um irgendeine Scheiße zu fliegen. Deswegen, falls ihr euch jetzt darauf einstellt, damit ich hier irgendwelche unrealistischen und komischen Manöver fliegen werde, das werde ich definitiv nicht machen. Also es wird dieses Display wird darauf absehen, den höchstmöglichen Realismus zu erreichen. So, landen wir jetzt mal. Das ist auch ziemlich einfach mit diesem Flugzeug. Ist auch noch mal knapp 50 Meilen, also können jetzt mal langsam anpassen. Ich muss mal kurz gucken. Okay, das kann nicht klappen. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. So, wir... ziehen Sie den Steuerknüppel leicht zurück und gehen Sie in den Horizontalflug. Versuchen Sie, das Flugzeug so lange wie möglich über der Landebahn in der Schwebe zu halten. Ja, und damit werde ich die Mission eigentlich auch schon geschafft. Das war etwas hart. Betätigen Sie die Feuertaste des Joysticks. Ja, dann hoffe ich. Einsatz heißt. Bringen Sie das Flugzeug vollständig zum Stehen. Dann hoffe ich, euch hat dieser. Dann hoffe ich. Das gibt's nicht. Dann hoffe ich, euch hat dieser Einsatz gefallen. Ja, ich werde das jetzt nicht mehr mit anhören, weil der sagt nur, wie man das beendet, und das ist definitiv möglich, auch ohne die Anweisungen. Ja, hoffe, euch hat dieser erste Einsatz gefallen. Wenn ja, dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Wenn nicht, dann trotzdem, vielleicht wird es nächstes Mal besser. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö.